So, willkommen bei Sebastian F. Isaac, ich bin der Dan, wir sind bei PrimetimeGamers.de und heute beim zweiten One, würde ich sagen. Genau, schnell die Stats. So, zwei Tode, 10 Items, super klasse. Hier noch schnell ein Secret schon gefunden, und zwar die radioaktive Spinne. Basement haben wir also geschafft. Ja, immerhin. So, wir spielen mit Isaac. Heute ist eigentlich nicht so viel Erklärungsbedarf, würde ich mal so einfach mal sagen. Wir gehen gleich mal hier rein und finden das heilige Wasser. Und nehmen erstmal schön Schaden. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. So, das heilige Wasser, ich werde es ganz kurz mal demonstrieren. Guck mal, da sind auch super Gegner zum Demonstrieren. Klub, so, das heilige Wasser geht kaputt. Du springst mal ganz kurz hier rein. Puff, tot, ja. Ganz klare Sache, das heilige Wasser, das trägt man so bei sich. Und nicht nur in einen Raum, das wäre ja schlimm, dann wäre ja das für ein Item-Room extrem schlecht, sondern in jeden Raum. Aber halt, sobald man Schaden bekommt, geht's kaputt. Und ja, ist natürlich nicht so blöd, nicht so schön, wenn es kaputt geht, weil das ist ja dann doch schon ein bisschen schade ums Wasser. Aber auch ein bisschen schade um die Gegner, denn die kriegen damit heftig Schaden, sobald sie da durchgehen. Ja, mehr gesagt, dazu gar nichts zu sagen. Hier ein Champion-Boss habe ich, glaube ich, mal nicht geschafft, im letzten One zu erläutern. So schnell mal. Auch eigentlich ganz klare Sache. Den machen wir ganz kurz kaputt. Luft. So, drei Bomben zurück. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Also, ganz klare Sache. Champion-Monster. Was gibt's dazu zu sagen? Die haben mehr KP, machen mehr Schaden. Also ein ganzes Herz statt ein halbes Herz. Und ja, wenn man sie besiegt, kriegt man ein Item. Ja, ganz cooles Geschenk dafür, dass sie nicht wirklich viel stärker sind. Ja, puh. Mehr gibt's dazu eigentlich auch schon gar nicht mehr zu sagen. So, wir gehen gleich mit einem Herz zum ersten Boss. Sind auch schon sowas von bereit, nachdem wir die Kiste geöffnet haben und die Kiste geöffnet haben und doch wieder zwei Herzen haben. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Ja. Den Gegner kennen wir ja noch nicht. Monstro, der Liebe. Hat nicht mehr eine Zähne. Gesicht im Mund, würde ich so eher sagen, nicht Gesicht. Er hat auch nicht viele KP. So, spuckt mal randommäßig seine Dinger rum. Springt auch gerne und spuckt dann seine Dinger rum. Hier kann er mal ganz schnell drin bleiben. Und da sieht man auch den Schaden, die Wirkung vom heiligen Wasser. Doch schon ziemlich extrem, wenn man drin stehen bleibt. Und ja, der lässt sich eigentlich ganz leicht so besiegen, würde ich sagen. Knallhart, jetzt einfach mal ganz schnell rum und vorbei ist die Sache dann auch schon wieder. So, Marms Unterwäsche, wir sehen sexy aus in Marms Schlüpper. Und haben Range Up hier. Ganz schön, der Albtraum, würde ich mal ganz schnell sagen, wird er ange... ja, auf jeden Fall wird er. So, hier, ja, die Gegner kennen wir alle ganz normal. Da ist auch ein blauer Stein. Den werde ich ganz schnell mal kaputt machen. Einfach, weil ich es kann. Wir bekommen Schlüssel. Super Sache. Und gehen auch gleich wieder in den Opferraum. Also nicht vier Opfer, sondern halt mit Opfer und bekommen Bruder Bobby. Cool. Bruder Bobby ist Familienmitglied, der kommt so mit und immer wenn ich schieße, schießt er auch. Also nicht mit mir, aber halt in Abständen. Und immer wenn ich zwei schieße, schießt er eine. Sieht man ja, super. Und ja, er macht genauso Schaden wie ich. Ganz coole Sache. Dann hätten wir hier unten nämlich schon eine Bibliothek, wie man auf der Karte da sehen kann. Warte. Da ist die Bibliothek. Kann ich natürlich auch wieder nur mit einem Schlüssel öffnen. Den Schlüssel möchte ich aber noch behalten, eigentlich. In der Bibliothek hätte man auf jeden Fall Auswahl zwischen zwei Büchern, die kostenlos sind. Und eins kann man, beziehungsweise beide kann man sich nehmen. Aber weil Bücher immer Spacebar-Items sind, kann man auf jeden Fall nur eins mitnehmen, würde ich so jetzt mal knallhart sagen. Ja, aber bevor wir das alles machen, würde ich erstmal sagen, suchen wir den Item Room. Lup, den machen wir mal kaputt. Auch ganz schön, wenn die Springer ins Feuer springen, dann sind sie, haben sie doppelte KP. Machen nicht mehr Schaden, aber doppelte KP ist immer blöd. Oh, der auch noch. Das öffnen wir. Und bekommen What Meets. Nicht schlecht, HP up ist immer gut. Also vier Herzen. Hat sich das ja wenigstens gelohnt. Und jetzt in der Hoffnung, dass wir hier doch noch einen Schlüssel bekommen. Ja. Nee, sieht nicht nach einem Schlüssel aus, aber es gibt noch eine zweite Chance. Und zwar dürfte hier der Secret Room sein. Ist er nämlich auch. So, jetzt haben wir nämlich die Chance, nachdem ich das kaputt gemacht habe, erstmal einen Schlüssel zu bekommen.
und uns da reinzusprengen. Blub. Und wir bekommen Polyphemus. So, wir sind jetzt ein einäugiger Zyklop und schießen so eine Träne. Unsere Abstände sind ein bisschen heftig, aber es funktioniert. Eigentlich. So. Ganz kurz gucken, ist denn jemand zu Hause? Hat gerade geklingelt. Ja, scheinbar ist jemand zu Hause. Gute Sache, denn würde ich sagen, hole ich mir mal ganz schnell hier ein Buch. Hallo, wir haben zwei Bücher. Das anarchistische Kochbuch. Ah, ich muss sowieso beide aufnehmen, weil Sammlung und so. So, das wird ein bisschen gefährlich. Demonstriere ich aber ganz kurz. Blub. Ja. Random Spawn von Bomben und Book of Shadows werde ich gleich zeigen. Ist mir jetzt noch zu schade, einfach mal so zu demonstrieren. Aber naja. So, hier Polyphemus. Muss ich dazu sagen, hatte ich in meinen großen Isaac-Speichern noch gar nicht gehabt. Ich weiß natürlich, was es macht, aber ich hatte es halt noch nicht. Levy Junior als Gegner. Und wir nehmen mal gleich so. Ja, nehme ich jetzt dank Book of Shadows Schutz. Also wir bekommen keinen Schaden für eine gewisse Zeit. Dank Polyphemus machen wir auch heftigen Schaden. Und ja, zu Levy Junior kann man nicht viel sagen. Der spawnt halt Kackhaufen. Tut mir leid, was so auszudrücken, aber es geht gar nicht anders. Und manchmal ist in den Kackhäufchen auch was drin. Nicht immer, aber immer öfters. Und ja, ansonsten sind die halt nur randommäßig. Und ja, zwei Münzen noch schön als Geschenk bekommen. Und noch ein HP ab. Das heißt, wir haben 5 Herzen plus ein Sehnherz. Sehnherz wisst ihr ja, temporäres Leben. Brauche ich nicht erklären. One-Hitten ist sowieso immer cool. Dank des Schadens können jetzt hier so einige Gegner one-hitten. Ist natürlich auch ein bisschen komplizierter, weil ich ja nicht die ganze Zeit schießen kann. Und ja, Book of Shadows wieder freigeschaltet. Ganz coole Sache, auf jeden Fall. Blub, 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 blub. Kann man die aufladen? Nein, kann man nicht. Okay. Hier kurz die Bombe hingestellt. Einmal Hallo so gesagt und ein halbes Herz bekommen. Und ich würde sagen, wir gehen hier rein. Nehmen wir das? Nehmen wir. Oh ja, Geld ist immer gut. Ich lasse mich mal ganz kurz schützen. Ja, 2 Hits für die Gegner. Eigentlich, ja, ganz leichte Sache. Braucht man nicht viel nachgucken und auch nicht viel aufpassen. Bei denen muss man jetzt auch schon ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die habe ich auch schon erklärt. Ein ganzes Herzschaden. Und finden sich in Ruhezustand, wenn man sie genug mal trifft. Und wenn man die dann nicht tötet, dann werden sie doch wieder im Normalzustand. Und ja, hier nochmal die letzten Gegner. Auch ganz simpel eigentlich mit Polyphemus. Wenn man so ein Zyklop ist und so ein Riesenauge, so eine Riesentränen schießt, dann lässt sich das alles ein bisschen leicht machen. So, ja, das ist eigentlich ziemlich unwichtig. Hier können wir gleich wieder rausgehen. Oder warte mal, ich glaube, ich werde das mal so handhaben, dass ich jetzt eine Bombe hinlege und erstmal ein bisschen Ärger bekomme von den Fliegen. Hallo, Fliegen. Na? Und auch du noch. So. Das war leider trotzdem kein Schlüssel. Wir brauchen unbedingt einen Schlüssel. Bomben wäre jetzt nicht so wichtig. Ich glaube sogar, dass hier der Secret Room ist. Voll daneben. Aber volle Kanne daneben. Ja, das war sowieso ein bisschen fail. The Small Walk, warum auch immer. Ah doch, ich habe genug Steine zerstört, obwohl ich das gar nicht war. Aber ja, natürlich bin ich der Schuft hier, der natürlich alles kaputt gemacht hat. Ja, Greedköpfe kennen wir ja mittlerweile auch. Ich glaube, ich bin im letzten Part sogar eingestorben. Was natürlich nicht so vorteilhaft ist und meine ganze Psyche kaputt macht, weil ich jetzt Angst habe, von ihnen nochmal zu sterben. Oh mein Gott, und naja. Tot sind sie auch wieder. Ganz klare Sache. Hier nochmal ganz kurz gucken. Und hoffen, dass ich jetzt einen Schlüssel bekomme. Na? Na? Ja, jetzt hängen sie fest. Natürlich ein bisschen schade für sie. Wir bekommen ein Nickel. Ja, ich glaube, wir können es gleich nochmal so handhaben wie eben auch schon. Weil ich glaube, da ist der Secret Room. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Gucken wir gleich mal nach. Ja, aber puh.
lässt sich doch auf jeden Fall mal was machen. Ich probiere es erstmal hier. Wenn ich Pech habe, wird hier der Secret Room sein. Ich habe zum Glück Glück und deswegen wird der Item Room hier sein. Nicht. Das ist schlecht. Ja, das ist wirklich schlecht. Dann habe ich auch keine Ahnung, wo der sein könnte. Jetzt erst recht nicht mehr. Und hoffe, dass ich doch jetzt noch einen Schlüssel bekomme. Ansonsten sehe ich doch schon wieder ein bisschen schwarz. Ja, da ist der Schlüssel. Wir können zurückgehen. Das heißt, ich brauche doch gar nicht schwarz sehen. Hier so rein und wir bekommen Mom's Pets. Ja, Mom's Pets brauchen wir nicht. Ich hebe es trotzdem auf, um es ganz kurz zu erklären. Wir setzen es ein. Da, schön. Und die Gegner werden langsamer. Und rennen eigentlich von mir weg, weil das extrem abartig ist. Ja, und das war's eigentlich nämlich auch schon wieder. Mehr kann's nicht, weniger auch nicht. Immerhin, wir gehen zum Boss. Und unser Boss ist Kids Gordy Junior. So, Gordy Junior. Ganz böser Schuft. Der wird jetzt gleich randommäßig ja, durch den ganzen Raum gehen. Das wird natürlich alles noch ein bisschen schneller, so viel. Ich weiß, bin jetzt aber nicht mehr sicher. Dann macht er das nämlich häufiger und wie gesagt, wird auch schneller und dann ist das doch schon ein bisschen nervig. Jetzt hat er sich fast selbst umgebracht. Und ja, jetzt ist er tot. Was bekommen wir hier? Wir bekommen 4 Pillen. So, oh, Bolt of Steel dreimal. Also immer 2 Seelenherzen. Perfekt. Und Bad Guys. Ja, ein Furz, der doch schon Nebenwirkungen zeigen kann. Katakomben 2. Gleich mal ein goldener Poop. Wenn man den zerstört, bekommt man. Aua. Ja, stirbt. Bekommt man Geld. So, das kann ich sogar klären.